Portugal brauchte ein Wunder, um sich noch direkt für die WM 2014 in Brasilien zu qualifizieren. Genauer, Nani und Co. brauchten die Schützenhilfe Aserbaidschans. Denn bei einer Niederlage Russlands in Baku und einem hohen Sieg der Portugiesen gegen Luxemburg wäre tatsächlich der Sprung auf Platz 1 noch drin. Tore mussten also her, aber ohne den gesperrten Cristiano Ronaldo tat man sich schwer. Realteamkollege Fabio Coentrao kommt nicht ganz an die Kopfballstärke Ronaldos ran. Luxemburg sammelte bisher nur 6 Punkte in der WM-Quali und Aurelien Joachim zeigt auch, wieso. Unfassbar tomatiges Aufbauspiel garniert mit einer hirnlosen Grätsche. Sohle voraus, glatt rot. In Überzahl klingelte es dann auch nur eine Minute später. Joao Moutinho schickt Silvestre Varela in die Schnittstelle und der macht das 1:0. Der Knoten also geplatzt, ganz offensichtlich. Denn nur kurz darauf Moutinho erneut mit einer zauberhaften Vorlage und Ersatzkapitän Nani nagelt die Kugel in den Winkel. 2:0 Portugal, Moutinho mit einem Geniestreich. Man wollte aber weiter Tore gut machen auf Russland, das dritte ließ lange auf sich warten. Wieder der starke Moutinho, El Deportes Tiger hat ihn auf dem Fuß und er bleibt cool. Aber man wollte noch mehr. André Almeida und Nani dann im starken Doppelpass. Hugo Almeida, nein! Wie kann er den denn an die Latte setzen? Gut, der hoppelt ein wenig, den muss er aber machen. Letztlich hatte dieser Fehlschuss aber keine Auswirkungen mehr, denn Russland würgte sich zu einem 1:1 gegen Aserbaidschan. Portugals Weg nach Brasilien führt nun also über die Playoffs.